Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Shift Up. Heute haben wir hier schon Abend in Luzern auf den Wohlfühltagen und ich darf begrüßen den Patrick Petrazzoli, der bekannt ist hier in der Schweiz mit dem Seminarzentrum Die Quelle, gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und Patrick ist auch ein Heiler, ich sag mal eine Art Satsang-Lehrer. Aber vielleicht mag er das Wort nicht so. Das frage ich ihn jetzt gleich. Schön, dass du da bist. Danke für dieses Interview. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf mit dir zusammen und auch mit euch. Was verstehst du unter dem Wort Satsang? Kann man das, ist das treffend oder magst du das nicht so? Ich kenne das Wort, aber ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Deshalb kann ich hierzu gar nicht sagen, ob ich jetzt Satsang mache oder nicht. Was ich bin, ist vor allem ein Lehrer und kein Lehrer. Das heißt, mein Lehrer ist geschrieben mit zwei E, Leerer. Und Heiler ist auch zusammengeschrieben, Heiler. Da mache ich meist einen Bindestrich, weil es heißt Heiler. Er ist das große Mysterium im Universum, er ist in mir, er ist in dir, er ist in dir, er ist in uns allen und er ist überall. Das finde ich wunderschön, dieses Heil-Er, weil es nimmt dich ja selber raus oder das Ego raus und es gibt einem auch nicht die Verantwortung, nimmt einem auch nicht die Verantwortung ab in dem Sinne. Magst du mal sagen, was für dich Gott ist? Schon steigen wir gleich tiefer ein und warum oder wie bist du dazu gekommen, dieses zu tun, was du tust? Dann beginne ich zuerst, warum ich es tue, Ja, und genau. dann erkläre ich am Schluss dann so das Gesamthafte. Also warum ist einerseits, weil ich im Religionsunterricht in der Schule, obwohl ich nicht religiös aufgewachsen bin und in der Schule war Religion uncool und für mich auch, also gegenüber den Freunden links und rechts am Pult habe ich gesagt, Aber innen drin habe ich gehorcht mit den Ohren, weil wenn Jesus oder ein Mensch übers Wasser laufen kann, wenn er manifestieren kann, tausende von Fischen aus einem Korb nehmen und Brote und tausende und hunderttausende Menschen ernähren und viele Menschen, die blind sind oder gelähmt sind oder Krankheiten haben oder sogar psychische Krankheiten haben oder wahnsinnig sind, zum Heil gebracht hat, das fand ich faszinierend. Und viele Wunder, die er vollbracht hatte, sowie auch Tote erweckt hat, also Menschen, die schon die Hülle verlassen hat, zurück in die physische Hülle geholt hat. Das fand ich so spannend mit 14 Jahren im Religionsunterricht. Aber wie gesagt, das war innerlich uncool, äußerlich. Und meine Oma war krank, die hatte viele Krankheiten, wie viele Menschen es auch zu Hause haben oder kennen. Plötzlich immer mehr, die Schachtel wurde von Jahr zu Jahr immer größer, eine Tablette, zwei, drei, da war vielleicht Diabetes und dann plötzlich kam Magen für Tablette für den Magen, dann Blutverdünner und dann die Nieren plötzlich nicht mehr so gut. Und meine Oma hatte einfach eine Schachtel Tabletten und war fast auf dem Sofa gefesselt zwischen Sofa, Fernseher und Küche und Toilette. Und als kleiner Junge hat mich das sehr beschäftigt. Und ich wollte eine Medizin finden für alle Krankheiten. In erster Linie, weil ich meine Oma heilen wollte, damit ich meine Oma zurückhabe als Oma und spielen und lachen und tun. Und zweitens habe ich gedacht, wenn ich diese Medizin finde, dann für meine Oma und dann für die ganze Welt, für die ganze Menschheit eine Medizin. Das war so der Beweggrund oder das Warum. Zuerst die Geschichten von Jesus in der Schule, dann meine Oma und dann kam die Indienreise mit 21. Ein Freund hat gesagt, komm, wir feiern unsere Abschlussparty nach der Berufslehre. Wir gehen dann nach Goa, das ist so wie Ibiza. Lass uns Party machen. Und da habe ich gesagt, okay, gehen wir. Und dann saß ich im Flugzeug und im Flugzeug saß jemand neben mir und er erzählte mir von einem Meister in Indien, der kann manifestieren und Blinde zum Sehen bringen. Und da habe ich gesagt, das gibt's gar nicht. Das habe ich im Religionsunterricht gehört mit Jesus. Und wenn es solche Menschen wirklich gibt, dann muss ich sie finden. Und da bin ich dann in Indien herumgereist und habe viele solche Menschen, Meister, Heiler, Yogis, Yoginis gefunden und habe mich viele Jahre damit beschäftigt und habe innerlich die Medizin gefunden, dass es möglich ist, alles zu heilen.
Aber es war nicht so, wie ich es gesucht habe. Ich habe einen Heiler gesucht, der mir in einem Mörser eine Tablette zusammenmixt und dann presst, und die nehme ich mit für meine Oma. So war es nicht. Und dann hat eine innere Reise begonnen, eine tiefe innere Reise. Und dort habe ich nachher alles gefunden, was ich gesucht habe. Und der gesucht hat, der verschwand. Und der finden wollte, verschwand auch. Und dann bin ich im Hier und Jetzt erwacht. Oder sagen wir nicht erwacht, sondern sagen wir erwachen. Weil erwacht ist oft dann immer jemand, der erwacht ist und von dann an weiß er alles. Aber für mich gibt es das nicht, sondern es ist ein Erwachen. Wir alle sind am Erwachen. Aus einem Traum, wo wir schon lange drin träumen. Wir sind eigentlich schlafende Träumer im Bett, träumen und denken, wir sind im Traum real und versuchen, den Traum zu beeinflussen. Das ist so etwa warum. Und da ich nachher diese Medizin oder diese innere Heilkräfte gefunden habe für alle, für dass es möglich ist, alles zu heilen, habe ich nachher gemerkt, Heilung ist etwas Ganzheitliches, nicht nur Heilung physisch oder psychisch, sondern das Wort Heilung heißt ganzheitlich. Also die Einheit wiederfinden, dass wir alle, alle eine Familie sind. Und diese Familie sind wir zusammen. Und die Familie ist noch viel größer. Alle Tiere sind unsere Familie. Alle Pflanzen, Natur ist unsere Familie. Dieser Mutter-Erde-Planet ist unsere Familie. Und nicht nur der Planet. Das ganze Universum ist unsere Familie. Und dass wir das wieder erkennen und in uns entdecken. Und dann habe ich eben gemerkt, dass Heilung ganzheitlich ist und der innere Friede dazugehört. Weil jeder schreibt, wenn jemand stirbt, der Patrick ruht im ewigen Frieden. Das steht so auf dem Trostkern. Oder endlich hat er seinen Frieden gefunden. Und das schreiben die drauf, die leben. Das bedeutet für mich, in einem so mystischen Moment wie der Tod, schreiben wir, die leben, drauf, endlich hat der seinen Frieden gefunden. Das heißt, wir sehnen uns alle nach Frieden. Das ist so mein Warum. Und wenn ich jetzt Gott erklären könnte, dann würde ich ihn so beschreiben. Das ist Gott. Wenn ich ein Wort benutzen würde und beginnen würde, etwas zu erklären, was man nicht kann, dann habe ich schon verloren. Also jegliche Worte, die etwas beschreiben könnten, was das ist, dieses Wort gibt es nicht. Und trotzdem benutzt du das Wort Gott. Es hat ja auch viele Energien. Du sagtest christlich, du warst in Indien. Hat es für dich eine gewisse Art Energie oder hat sich das verändert auch mit diesem Aufwachungsprozess? Ja, ich benutze das, wenn ich mit jemandem spreche, der an Gott glaubt, dann spreche ich mit ihm über Gott und die Welt. Wenn jemand an Buddha glaubt, dann spreche ich mit ihm über Buddha und Buddhismus. Wenn ein Moslem bei mir ist, dann spreche ich über Allah und das. Wenn ein Atheist da ist, dann spreche ich über Fußball und Energie und Wissenschaft. Also ich benutze die Worte meines Gegenübers, um das zu erklären oder zu besprechen oder zu philosophieren über das, was er versteht. Und nicht so, wie ich mich rüberbringen möchte, sondern ich spreche in seiner Sprache. Deshalb habe ich alle Religionen in mich vereint und so bin ich frei geworden. War dieser Befreiungsprozess oder Aufwachprozess bei dir etwas, was in Schüben kam? War das was Plötzliches? Also das erste Mal, wo das passiert ist, wo das bewusst passiert ist? Das erste Mal war wie ein innerer Quantensprung. Das ist schon so wie ein Schubser. Da konnte ich eigentlich gar nichts machen und man kann gar nichts machen für Erwachen. Es geschieht. Das eine war, als ich damals in Indien war mit 21, hieß es dann in Goa an diesen Partys und Feiern und Festen, hieß es, da sei die Kumbh Mela. Das ist das größte spirituelle und Kifferfestival der Welt. Ich ging damals wegen dem Kiffen hin, weil Spiritualität hieß es damals noch, da war ich 21, also vor 42 Jahren, da hieß es Meditation, Sektenzeug, Yoga, Sektenzeug, also
nicht vergessen, das ist erst 22 Jahre her, aber da hieß es, wenn du Yoga machst, du seist in einer Sekte gelandet. Heute, hier und jetzt, ist es so kommerziell, dass es in jedem Supermarkt eine Yogamatte gibt und jede große Firma Werbung betreibt mit Yoga. Also wie schnell die Zeit auch geht von Sekte gleich zu Kommerz und gleich zu international. Das heißt, ich war damals in Indien und ging zu dieser Kumbh Mela. Ich wollte eigentlich dort ein bisschen kiffen als irgendwie Spirituelles. Da wollte ich nichts zu tun haben. Und als ich da war, ich war, glaube ich, einen Monat da, ging ich dann, da waren spezielle Badetage in diesem heiligen Fluss Ganges und da waren Sternkonstellationen. Und an einem Tag war ich da und da kamen Tausende und Abertausende von Nugget Babas aus den Dschungeln, aus den Himalayas. Und das war so ein Paar und die meisten waren nackt. Die hatten Rastas bis an den Boden runter, Asche im Gesicht. Manche hatten die Hände hoch seit 20 Jahren. Die hatten viele mystische Kräfte, ganz spezielle Sachen. Und als ich die gesehen habe, wusste ich, irgendetwas gibt es viel mehr. Ich bekomme gerade Gänsehaut auf dieser Welt, als ich gedacht habe. Und die kamen alle zu einem Badetag aus den Dschungeln, aus ihren Höhlen, ohne Uhr und Kalender. Die kamen einfach an einem Tag alle aus den Himalayas raus, badeten und verschwanden wieder. Und das war so ein Weckruf von, da gibt es noch viel, 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 viel mehr, als wir denken. Und ich ging dann auch baden an einem Tag, das war morgens um 5, ging ich in dieses Wasser rein, da badete ich. Ich weiß noch, ich tauchte dreimal ab, kam hoch und es war eiskalt, das Wasser. Das kam frisch aus den Bergen, morgens um 5. Und als ich aus dem Wasser kam, war still im Kopf. Ich habe es zuerst gar nicht richtig gemerkt, weil wenn es nicht mehr denkt, merkst du gar nicht, dass du nicht mehr denkst. Und ich bin aufgestanden, habe mich angezogen und dann bin ich losgelaufen und ich habe alles hatte plötzlich geleuchtet wieder. Wie als Kind, fast jeder Stein hatte wie eine Aura geleuchtet, jeder Mensch, die Bäume von weitem, alles hat geleuchtet. Es war nur noch dieses Licht und diese Stille im Kopf und das blieb 5 Monate so. Und ja, und ich wusste nichts von Spiritualität und das hat sehr geholfen. Und dann wollte ich plötzlich nach ein paar Monaten immer wie spiritueller werden, mit Büchern lesen und Kurse und gehört. Und dann kam ein spirituelles Ego in mich hinein. Also eigentlich war es nicht mehr da, aber es kam zur Hintertür rein und setzte sich dann auf die Couch und fing zu meditieren an dort und dachte, es sei ein Guru jetzt. Und das habe ich dann auch nicht gemerkt. Und dann kamen auch wieder mehr Geräusche in den Kopf und dann kam ein willentlicher Akt wieder rein. Jetzt willst du heilen oder jetzt willst du meditieren oder jetzt willst du Erleuchtung oder was auch immer. Und das war dann viele Jahre noch in mir drin und jetzt ist es so immer mehr am Verdunsten. Am Anfang wollte ich dann auch noch nach ein paar Monaten immer zurück wieder, weil damals war es still im Kopf und ich war so frei und glückselig und ich wollte da zurück, bis ich dann einmal gemerkt habe, ich kann nie mehr zurück. Und dann habe ich vor allem begonnen, ich kam auch zu einem Meister dann vor 20 Jahren in der Schweiz und ich bin dort immer geblieben. Und da ist für mich in mir plötzlich das Nichtstun gekommen. Seit ein paar Jahren kommt immer mehr Nichtstun. Und das ist nicht Nichtstun. Der Kopf versteht Nichtstun, Sofa liegen, Nichtstun. Aber das ist nicht dieses Nichtstun. Nichtstun ist in mir drin. Nichtstun, sodass der See ganz still sein kann. Und wenn der See still wird, dann kannst du in den See hineinschauen und durch alles durchschauen, bis auf den Grund, ohne was zu tun. Das ist ein total schönes Bild mit dem Durchschauen, wenn der See ruhig wird. Weil das sozusagen das Bild wegnimmt, die Schattenarbeit, man sagt ja, dass in der Tiefe des Sees die Schatten sind und die meisten gehen ja dann in der spirituellen Szene in die Schatten rein und da ist es aber unruhig und da gibt es endlose Tiefe. Das heißt, auf der Oberfläche bleiben, aber still werden. Das ist ein total schönes Bild, das ich so noch gar nicht gehört habe. Du sagst, es verdunstet so, hast du es gerade genannt. Mhm. Was tust du dazu, dass es verdunstet oder was lässt du, damit es verdunsten kann? Am besten nichts tun. Wenn ich an die Sonne gehe,
tue ich nichts und sie wärmt mich, berührt mich und schenkt mir Leben. Das ist Nichtstun. Wenn ich am Schatten arbeite, der Schatten ist eine Spiegelung von Sonne, Objekt, Schatten. Und wenn ich den Schatten behandle und bearbeite und transformiere und meditiere und heile, dann bin immer noch das Objekt, das den Schatten wirft. Und ohne das Objekt gibt es keinen Schatten. Also eigentlich ist es Umkehren nach innen. Und innen, wo die Sonne leuchtet, hat es keinen Schatten. Also Schattenarbeit, keine Sekunde. Am Objekt arbeiten, gar nichts tun. Und dann beginnt Verdunsten. Dann verdunstet Schatten, dann verdunstet Objekt und dann erwacht Licht. Licht in dem Moment, wo du sagst, war ich schon immer. Obwohl man es gar nicht merkt. Ich kann dann in diesem Moment nicht sagen, war ich schon immer, weil das, was sagen kann, war ich schon immer, ist nicht mehr das, was ist. Ja, genau. Dieses Nichtstun, wie du sagst, könnte man auch mit Hingabe formulieren. Ist das für dich auch eine Hingabe? Hingabe ist natürlich ähnlich wie Nichtstun. Hingabe, Demut, Liebe gibt Freiheit. Alles zusammen ist Nichtstun. Bedingungslose Liebe, die wir sind, sage ich auch immer, viele von uns praktizieren alle diese Selbstliebe. Und ich sage allen, hört auf damit, weil wer will hier wen lieben? Also wenn jemand da ist, der sich lieben will, müsste ein Schatten da sein, der sich lieben will. Und das wird nie gut genug sein. Also wenn ich Selbstliebe nicht mehr praktiziere, realisiere ich, dass ich Liebe bin. Jeder von uns ist Liebe und nichts anderes. Und wenn du jetzt hier im Kopf eine Stimme hörst, die dir sagen würde, nein, du bist noch nicht so weit. Du musst noch Selbstliebe praktizieren oder üben oder deine Vergangenheit loslassen oder die Zukunft oder meditieren oder üben, dann was, wem glaubst du? Diese Stimme im Kopf, das in einem Kilogramm Fett schwimmt und eine Information ist, oder glaubst du dieser Liebe, die du bist, die eigentlich gar nichts will? Sie ist immer hier, sie ist immer frei, sie ist immer still, sie will nirgendwo hin. Und alle von uns suchen diese Liebe. Aber sie ist ja schon hier. Sie geht auch nie weg. Und ich kann nicht dahin kommen, weil ich sie bin. Es gibt keine Übung, nichts zu praktizieren, weil ich sie schon bin. Also, wo wollen wir denn alle hin? Vielleicht drehen wir das mal um, das Spiel. Ja. Was muss ich machen, um möglichst nicht zu erwachen? Kleine Kinder zeigen das. Kleine Kinder sind glückselig, voller Lebensfreude, voller Energie. Da könnte man sagen, die sind erwacht, die sind wach. Okay? Und dann kommt dir jemand und sagt dir, jetzt musst du jemand werden. Du musst in die Schule und einen Beruf haben und. Und dann gehst du auf diesen Weg und wirst jemand. Doch dieses jemand, das du geworden bist, ist imaginär. Es ist etwas im Kopf, das sich Patrick nennt, eine Nationalität hat, innerhalb der Nation als Schweizer ein Berner ist. In Bern selber ist er nicht, er ist auf dem Land aufgewachsen, nämlich in Oberwangen. In Oberwangen ist er auch nicht, weil das Dorf unten ist und oben ist ein Dorf. Das heißt, ich bin nicht von der Dorfmitte unten, sondern von oben. Und da gibt es noch eine Straße und ich bin nicht von der vorderen Straße, sondern von der hinteren Straße. Also bin ich schon ein fünffacher Patriot in mir, der ein Ich ist, eine Nationalität hat, ein Geschlecht hat, plötzlich hat er noch eine Geschichte, eine Religion, plötzlich ist er noch spirituell. Und das sind alles Excel-Tabellen im Kopf. Viele Excel-Tabellen. Und wenn es dann eine Excel-Tabelle dort gibt, wie kann ich erwachen? Na, kommt die Erfahrung positiv, das müsstest du alles machen, das darfst du alles gar nicht machen, damit du dann erwachst. Dann ist die Excel-Tabelle, die jetzt versucht zu erwachen. Oder vielleicht gibt es eine Tabelle, die sagt, ich will gar nicht erwachen. Dann ist eine Excel-Tabelle, das darfst du ja nicht machen, plötzlich erwachst du noch. Und das musst du alles machen, damit du sicherlich schläfst. Aber es sind immer noch Excel-Tabellen im Kopf. Und da passieren ja dann manchmal Schicksalsschläge wie eine Krankheit oder ein Unfall, die dann die Excel-Tabelle entweder gleich durchlöscht oder zu
nichts nutz werden lässt, wo du plötzlich merkst, die bringt nichts mehr, die Lita, Papierkorb. Die vervielfältigt sich auf einmal. Genau, die geht noch in den Papierkorb, dort schlummert sie noch eine Weile, bis du den Papierkorb dann auch noch leerst und dann ist die Excel-Tabelle dann verschwunden. Aber es gibt keine Möglichkeit, nicht erwachen zu wollen und es gibt auch nicht die Gegenseite, erwachen zu wollen. Solange das Wollen drin ist, ist das eigentlich meist die Blockade. Obwohl, wie gesagt, in einem Schicksalsschlag oder irgendeinem Moment, auch beim Duschen, Spazieren, passiert's ohne dein willentlicher Akt. Und du kannst dich nicht mehr wehren. Da kennen wir ja von vielen Menschen, die Bücher darüber geschrieben haben oder Nahtodeserfahrungen gehabt haben und vieles mehr. Das heißt auch, so oder so wirst du beim Tod erwachen oder nicht. Nein, weil das Ego immer noch mitschlummert. Also die Ego-Kräfte, die sind seit Jahrtausenden mit uns unterwegs. Wir haben vielleicht 100.000 Leben gehabt. Diese Kräfte schlummern immer in uns. Das ist ein Magnetfeld. Und wenn wir sterben, wechseln wir ins Jenseits. Okay? Und im Jenseits schlummern diese Kräfte immer noch. Und dann sagt man im Jenseits, jetzt musst du inkarnieren, um dann deinen Ego-Trip da immer noch aufzulösen. Dann inkarnierst du wieder rüber. Diesseits, jenseits, diesseits, jenseits. Und nimmst diese Magnetfelder und Kräfte mit. Buddha hat ja nachher erklärt, quasi diese Acht von Leben und Sterben und hin und her, bis er durchgebrochen ist ins Nirvana. Was ist Nirvana? Das Nichts. Und ich weiß nicht, was das Wort selber heißt. Es klingt so nach nichts. Und doch ist alles da. Auch Jesus beschreibt es anders, aber oder viele andere Weisheitslehrer. Aber für mich ist das Diesseits und das Jenseits dasselbe. Andere Schichten sieht vielleicht anders aus, aber diese Kräfte wirken immer noch mit. Glaubst du, dass wir Karma auflösen können, sollen, dürfen? Ja, Karma gibt es nicht und doch gibt es. Wir hier, wir sind im Diesseits und denken, das Jenseits ist da drüben. Und im Jenseits denken wir, das Diesseits ist hier drüben. Aber eigentlich sind wir immer hier und jetzt. Wir haben dieses Hier und Jetzt nie verlassen. Es ist immer hier, immer jetzt. Wir haben eine Denkstruktur und ein magnetisches Feld und ein Ich entwickelt, das plötzlich heißt, du musst dann sterben und dann gehst du noch ins Jenseits. Und im Jenseits sagst man, du musst dann sterben und dann musst du wieder rüber. Und das findet ja aber immer im Hier und Jetzt statt. Und Erwachen ist immer hier und jetzt. Und im Hier und Jetzt gibt es kein Karma. Es gibt verschiedene Schichten. Okay, so wie der Plattenspieler. Der Plattenspieler ist so eine Platte, die sich dreht. Nennen wir das mal ein Karma. Und dann nehmen wir vielleicht, da wir verschiedene Karmen haben, von verschiedenen Leben vielleicht, nehmen wir 2 Plattenspieler, also 2 Plattenscheiben und setzen die drauf und dann drehen die auf dieser Scheibe. Aber in der Mitte ist etwas, das diese Platte hält und ermöglicht, dass es dreht, aber sie ist immer in der Mitte, bewegt sich nie und ist immer still. Und das ist unser Wesen und das andere alles sind wir nicht. Wir denken aber, wir sind die Platte und das Spiel, obwohl es auch wahr ist. Weil ohne das wären die Platten gar nicht drauf. Also ohne das gibt es das ganze Spiel nicht. Und das Karma gibt es ohne das auch nicht. Aber wir könnten das ganze Karma wegnehmen, auf die Seite legen, das bleibt immer. Deshalb Karma ja. Und nein, unser Wesen hat keins. Unsere Seele ist immer hier, immer jetzt, immer frei und immer glückselig. Und deswegen ist ja die Frage, wozu ist diese Platte konstruiert worden? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer dieses Spiel kreiert hat und wie wir da uns drin verloren haben. Ich habe nur ein inneres Gefühl, wie man da rauskommt, obwohl wir gar nie drin waren und gar nie rauskommen können. Das ist dann für mich so etwa wie, wenn ich dir im Traum erscheine, diese Nacht, und sage, Leander, du träumst. Dann sagst du, nee, 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 du bist da vor mir, ich sehe dich. Dann sage ich, nee, 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 ich bin jetzt hier im Traum und er ist so wirklich, du träumst. Dann sagst du, nee, 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 ich weiß, was Traum ist und was wach ist. Und dann erwachst du.
und merkst plötzlich in deinem Bett, wow, was war das für ein krasser Traum. Patrick war da, es war so real. Er sagte noch, du träumst, habe ihm nicht geglaubt. Und dann rufst du mich schnell an, nimmst Telefon, sagst, hey, Patrick, ich muss dir sagen, ich habe von dir geträumt und du hast mir wirklich gesagt, ich träume, aber ich dachte, das ist alles wirklich. Und dann sage ich, Leander, du träumst auch jetzt. Das ist so, wie wir sind so wie drin und identifiziert damit, dass wir denken, das ist real. Und auf einer Seite ist es real. Also ich könnte nachher nicht sagen, meine Frau und meine drei Kinder sind nicht real. Fühlt sich nicht so an. Und wenn meinem Kind was passiert, dann würde ich weinen und schreien. Und das ist sehr, sehr schwierig für mich nachher auch. Und doch ist es ein Traum. Die Aborigines sagen ja, dass wir hier die erträumte Welt sind und das Jenseits eigentlich die reelle. Aber du sagst sozusagen, es ist beides, wobei die Frage ist, was ist das Jenseits? Das ist ja auch nochmal. Kannst du mit dieser Definition auch, ist das auch deine Definition, dass es sozusagen, es gibt eine materielle Ebene, es gibt eine jenseitige feinstoffliche Ebene und es gibt eine Nicht-Ebene? Es gibt eine Stille, die durchdrängt das ganze Universum und die Stille kannst du nicht wegnehmen. Alle Schichten und Ebenen, die gibt es, aber die kannst du einzeln alle wegnehmen und die Stille bleibt. So wie es heißt, am Anfang war das Wort in der Bibel, aber das stimmt nicht, weil davor war es sicher still. Und dann kam ein Wort heraus, weil jedes Wort, das wir, was aus uns herauskommt, kommt immer aus Stille heraus. Und verschwindet in der Stille. Auch jeder Musikton spielt, kommt aus dem Nichts raus, klingt wunderbar und verschwindet wieder in diese Stille hinein. Und wenn wir diese Schichten anschauen, im Diesseits und Jenseits, ist es so, dass das Diesseits hier mit 8 Milliarden Menschen, diese 8 Milliarden Menschen leben in 8 Milliarden Welten, jeder in sich drin. Viele leben in der Hölle, manche leben in der Mittelschicht, einige im Paradies, einige mit Engelsflügel, einige mit Einhörnern reiten unterwegs. Ja, wir denken, wir sind 8 Milliarden Menschen auf derselben Welt. Oh nein, 8 Milliarden verschiedene Dimensionen. Und genau dasselbe ist im Jenseits. 8 Milliarden, deshalb Nahtoderfahrungen sind nicht bei allen gleich. Verschiedene sprechen von diesem Licht und verschiedenen Themen, aber jeder erlebt es ein bisschen anders. Das heißt, auch dort verschiedene Schichten, verschiedene Dimensionen. Und auch dort leben vielleicht einige im Jenseits in Höllenqualen, in mittleren Schichten und in Himmeln. Und beides ist für mich nicht frei sein. Beides ist für mich nicht das Nirvana, das Buddha vielleicht so genannt hat. Ich weiß, ich kenne es auch nicht. Wir sind ja sowieso, wir können dieses Spiel ja nicht verlieren. Wir können es nur lange spielen. Und ist es nicht wahrscheinlich doch eine freiwillige Sache gewesen, dass wir dieses Spiel spielen? Ja, es ist so, dass ich bringe immer so eine kleine Geschichte. Ich sage, wir sind alle himmlische Wesen im Himmel und sind Harmonie und in Liebe und wir arbeiten da und dann haben wir Ferien, Urlaub. Und da gehen wir so in ein Reisebüro im Himmel und gehen da rein und dann fragt es, ja, hast du Ferien, wie lange? Ja, 3 Wochen. Wo willst du hin? Was habt ihr am Angebot? Ja, so blauer Planet, grüner Planet, hier und diese Welten und dann, ja gut, mal diese blaue kleine Sonderangebot, Erde, okay, gehe ich da mal hin. Dann heißt es vielleicht Mann, Frau, ja, Frau, Mann, letztes Mal war ich Frau, ja, Familie, Kinder, ja, und da wird alles, Beruf, alles eingedöckelt so, dann liegst du es auf eine Liege und auf der Liege wirst du angestöpselt, noch dass du Gefühle und Emotionen empfindest und dann machst du. Bist du da im Urlaub auf der Erde und genießt jetzt, oder je nachdem, was du ausgelesen hast da. Und dann irgendeinmal heißt es, ja, du wirst dann sterben. Das haben sie aber gar nicht gesagt, dass man da sterben muss, da ist man noch Kind. Sterben, warum? Ja, dann kommst du dann vielleicht ins Jenseits oder in den Himmel oder in die Hölle. Oh, das haben sie auch, das stand wahrscheinlich in den AGBs da, habe ich nicht gelesen. Und dann kreiere ich innerhalb dieser Urlaub, innerhalb diesen Ferien plötzlich, ich sterbe. Und dann sterbe ich tatsächlich und im Jenseits werde ich dann abgeholt und im Jenseits heißt, du musst dann wieder inkarnieren.
Und dann bin ich Jahrtausende dort und mein Chef, nennen wir jetzt Gott, Allah, Buddha, egal, kommt immer wieder an diese Firma heran und sagt im Himmel: Du, wo ist Patrick? Ich meine, der fehlt mir seit Jahrtausenden auf der Arbeit. Ja, wir können ihn nicht wecken, das ist der freie Wille, der schläft jetzt da und hat sich plötzlich weiter inkarniert, das ist selbstständig geworden und wir können den nicht rausholen. Wir haben viele Helfer geschickt und dann schauen Sie mal in die Halle rein und wenn Sie die Halle aufmachen, liegen da Milliarden von Seelen auf ihren Liegen und mit angestöpselt und es werden da im Jenseits und Diesseits hin und her und inkarnieren und plötzlich haben sie ein Karma entwickelt noch und das ist so eine schöne Geschichte und wenn es dann erwacht es plötzlich wieder und dann hat Gott dann wieder seine Mitarbeiter. Es ist ein bisschen einfach humorvoll dargestellt. Ich weiß auch nicht, ob es so ist. Wichtig für mich ist auch, für alle glaubt mir nichts, was ich erzähle hier. Bitte prüft es, bitte schaut nach innen und tut mal nichts. Das klingt so wie die Matrix-Story, nur irgendwie schöner. Ja, die Matrix gefällt mir gut, der Film. Jetzt nicht das Geballere und das Hollywood drumherum, aber die Geschichte schon im Sinne von, dass Neo da erwacht aus dem Traum. Also er kommt wieder zurück quasi in den Himmel. Bei ihm sieht es aber nicht nach Himmel aus, sondern nach Hölle eigentlich. Und dass er nachher plötzlich dort merkt, dass es auch noch ein Traum ist. Also dass er die Fähigkeiten nicht nur in der Matrix hat, sondern auch dort, wo er denkt, sei die reale Welt. Aber die ist ja auch nicht dort. Am Schluss wird er ja völlig zu Licht. Und das ist das, was wir sind. Wir sind das, wie wenn wir ins Kino gehen und uns auf den Sessel setzen und dann schauen wir uns den Film an. Nach einigen Minuten sitzen wir so im Sessel. Der Film ist die Matrix, oder? Dann sind wir schnell drin und weinen und lachen und haben Freude oder viele Dramen und Liebesgeschichten. Aber wir sind nicht der Film. Wir sind der Kinoinsasse. Und das ist für mich das Bewusstsein der stille Beobachter, der eigentlich beobachtet, wie der Film abläuft, aber sich plötzlich in den Film hinein identifiziert hat und dort die Hauptrolle übernommen hat und dort leidet, leidet und Schmerzen empfinden und vieles mehr. Und doch ist auch das Bewusstsein nicht das, was wir wirklich sind. Denn wenn wir einmal im Kino nach hinten schauen, oh, ist da Licht, der Hellraumprojektor. Ohne dieses Licht gäbe es gar kein Kino. Ohne dieses Licht gäbe es gar keinen Film auf der Leinwand, der nämlich ein Schattenspiel ist. Und ohne dieses Licht wäre das Bewusstsein unmöglich im Kino. Also es braucht Licht, damit ein Bewusstsein überhaupt in den Kinosaal kommt und einen Film schaut und sich dann im Film verliebt. Aber wie Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wir sind dieses Licht, das aus dem Hellraumprojektor kommt und nicht der Film und auch nicht der Insasse. Jesus hat gesagt, ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Also wir sind alle dieses Licht und deshalb sind wir alle eine Familie. Es gibt nicht dein Licht und mein Licht, es gibt ein Licht. Und das ist schön. Für das Ego schwierig, weil er denkt, ja, aber ich möchte eigentlich mein eigenes Licht sein. Ja, und so ist unsere Familie sehr groß. Also wir sind alle eine Familie, eine sehr große Familie. Und die Tiere und Pflanzen gehören zu dieser Familie dazu. Und es gibt nicht nur diesen Planet, sondern es gibt Hunderte und Tausende Planeten hier im Universum, wo alle Familie sind. Ein ganz riesen Kinofilm. Riesig, das ist dann ein großes Kino. Ja, genau. Magst du noch zum Abschluss vielleicht eine Übung im Sinne von einer Haltung oder vielleicht hast du mit Dingen gearbeitet, wo man merkt, die Absurdität des Denkens oder da gibt es ja so verschiedenste Dinge. Hast du da was, was du manchmal anwendest oder was du Schülern oder Menschen beibringst, wie sie merken können, dass das absurd ist, was teilweise in uns passiert? Es gibt zwei, drei Sachen. Das erste ist erstens mal sich selber zuhören wieder. Weil das macht man fast nie, weil man weiß ja schon, was man sagt. Und das, was im Kopf gespeichert ist, weiß man ja auch schon. Das heißt, man hört sich ja kaum zu selber. Also sich einfach mal 24 Stunden
zuhören, was eigentlich alles aus dem Mund herauskommt. So dass es einen Rücklauf gibt, so von sprechen, hören, lauschen, hinein. Sprechen, hören, lauschen, hinein. Wenn du das ganz wach und bewusst machst, 24 Stunden, sprichst du am zweiten Tag nur noch die Hälfte. Also einfach mal mit deinem wachen Geist schauen, was spricht da eigentlich. Und dann dasselbe beginnen mit dem Denken. Was denkt es hier eigentlich, ohne Einfluss zu nehmen? Viele Menschen versuchen permanent positiv zu sein, doch das ist für mich ein Krieg in dir drin zwischen Negativdenker und Positivdenker. Wenn du negativ denkst, dann ist es für mich vollkommen okay. Glaub ihm nur nichts. Das ist etwas ganz anderes. Da ist Gedankengut hier oben, negativ und positiv, kämpfen miteinander. Und für mich ist es so, besser beobachten von hier aus und plötzlich merken, da denkst du negativ, aber von heute an glaube ich es ihm nicht mehr. Und das beginnt vielleicht am Anfang, siehst du negative Gedanken, dann positiv denken, gut, visualisieren, schöpfen, kreieren, machen, tun. Aber was ist das für ein Kampf? Nur beobachten, beobachten, beobachten. Und plötzlich hört es auf. Das ist mit den Gedanken. Und dann bei den Handlungen dabei sein. Achtsam und wach. Welche Handlungen macht es? Nicht, was mache ich, sondern was macht es? Wie macht es? Nur wach sein, achtsam sein. Und ohne nichts tun, wie gesagt, ich beobachte und höre nur, was ich spreche. Und durch dieses Nichtstun und nichts eingreifen, verändert sich etwas. Es erwacht etwas, ohne was zu tun. Aber bitte, jetzt nicht alle morgen auf dem Sofa liegen bleiben. Ich habe nicht gesagt, nichts tun. Nicht, dass mir dein Chef anruft und sagt, Patrick hat gesagt, nichts tun. Nein, normaler Alltag, normal Beziehungen, normal arbeiten, aber wach und achtsam. Sich selbst beobachten, wie so eine neue Instanz gehen. Erstmal. Richtig, so ähnlich eben wie im Kino. Beobachten und merken, da ist der Film, da bin ich wieder drin gefangen, Gefühle, Emotionen, Identifikation, plötzlich kommt es zurück, wach, Bewusstsein und plötzlich Licht. Ich finde es allerdings sehr schwierig, wenn ich in die Situation zurückgehe, wo das eben nicht so war, es ist einfach passiert, dann weiß ich nicht, ehrlich gesagt, also für mich ist es so, dass es völlig klar ist, weil es einfach so passiert ist. Ja? Und ich deswegen weiß, dass es das gibt und wie sich das anfühlt oder wie das ist. Aber bevor das irgendwann war, finde ich es ganz schwer, den Beobachter zu spielen. Deswegen finde ich das, was du gesagt hast mit dem Sprechen, sich selber zuhören, was passiert, das ist eine tolle Übung. Ja, die bringt einen erstmal so ein bisschen in so ein überhaupt mal wahrnehmen, was da passiert. Das finde ich eine ganz fantastische Übung. Schön. Jeden Tag. Eine allerletzte Frage noch. Bei mir war es so und bei vielen, auch vielen Interviewpartnern, dass etwas passiert ist durch Schmerz, durch echten Shit. Ja. Bei dir war es scheinbar anders. Bei dir war es was im Ganges. Es war was Schönes eigentlich. Ja, kühles Bad. Ja, also das heißt, es ist völlig egal, es muss nicht der Schmerz, es muss nicht die Krise sein. Nein, also bei mir war es nicht so, sondern für mich war eben dieses Erwachen, dieses Bad, aber es gab immer Höhen und Tiefen in meinem Leben. Meine Mama ist gestorben, als ich nachher 27 war und ich habe mit all meinen spirituellen Techniken und Heilungen und Leute, die ich kannte, bin ich dahin mit Mama und alles ausprobiert und konnte doch nichts tun auf dem, was ich wollte, nämlich sie lebendig haben zu wollen. Es ist viel anders passiert wahrscheinlich, aber das Leben ist so, bei uns allen, okay? Und wir sitzen drauf. Und es kann passieren, dass wir unten sind und Schmerz empfinden und etwas passiert und das passiert meistens das. Okay? Und dann findet man sich in der Mitte oder frei und dann ist das passiert, oder? Und manchmal zieht es einem wieder raus
Und dann ist man wieder auf der Welle und surft. Und oben will man immer bleiben, auch in der Spiritualität. Alle wollen hoch und nach oben, Wirtschaft auch. Aber das Leben ist nicht so, das Leben ist so. Und wenn ich das vollkommen annehme, dann komme ich von alleine hierher. Das Leben selbst kann ich nicht verändern. Also es sind die zwei Bewegungen. Das eine ist, du kannst rausfallen, dann passiert es. Ja. Meistens im Schlechten. Oder du surfst immer, dann kannst du, also dann ist es eher so ein, das ist vielleicht eher dann das Verdunsten, oder? Ja, das könnte man. Der drauf sitzt, verdunstet. Genau. Und dann ist die Welle noch da, das nennt man das Leben. Aber es ist etwas in dir erwacht, das bleibt einfach hier, ist an und für sich völlig unberührt von der Welle und doch völlig in der Welle. Mein Bruder sagt immer, wenn ich solche Sachen erzähle, also du machst noch zwei, drei Schritte und dann bist du weg hier auf dieser Welt. Da sage ich, nein, Buddha und Jesus waren erst richtig hier. Es war fast niemand so hier wie sie. Oder es gab nicht nur, wir kennen jetzt Buddha und Jesus als große Lichttürme. Aber von denen gibt es Hunderte und Tausende, auch jetzt auf dieser Welt. Es haben nicht alle die Welle, die Aufgabe, so an die Öffentlichkeit zu kommen. Nein, es sind ganz viele im Stillen hier und wunderbar und helfen alle mit, dass wir alle zusammen jetzt erwachen. Danke dir sehr, Patrick. Es war super inspirierend und hat Schön, mir vielen große Dank. Freude gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank euch allen. Dankeschön. Mehr gibt es nicht zu sagen. Danke.